So, hallo zusammen, ich bin die Dani, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute gibt es ein Schminkvideo, ich mache mich für den Tag fertig. Und zwar, dieses Video ist einfach mal was anderes, was ich bisher gemacht habe. Und zwar ist es so, dass ich die Videos immer sehr, oder versucht habe, sehr professionell zu machen. Das heißt also mit Spots, mit Ringleuchte, mit Hintergrundbeleuchtung, mit Hintergrund, mit Schirmhintergrund und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, dass bei Schminkvideos zum Beispiel, dass das einfach nicht echt ist. Also dass es nicht echt aussieht. Die Farben kommen ganz anders zur Geltung, die werden verfälscht, ja, das heißt also Lidschattenfarben, und alles sieht ganz anders aus, als wenn ich das jetzt, als wenn ich mich jetzt im Tageslicht, im Spiegel anschaue, ganz anders. Und deswegen habe ich einfach gedacht, machst du jetzt einfach mal ein ganz einfaches Video und dann schaust du mal, ob du das in Zukunft auch so beibehältst. Weil das einfach echt ist, ne? Also dieses Professionelle ist, finde ich, entspricht nicht der Realität, und mir ist immer ganz besonders wichtig gewesen, realistisch zu bleiben, in der Realität zu bleiben, beziehungsweise auch die Realität zu zeigen. Genau, das ist die Realität. Ich sitze hier vor meinem großen Fenster. Und es ist herrliches Wetter. Draußen im Nachbarsgarten sind Handwerker, die gerade ein Fenster einbauen. Das könnte also zwischendurch zu Kloppereien, beziehungsweise Klopfereien kommen, nicht Kloppereien. Genau. Und ja, versuchen wir es einfach mal so, und dann schaue ich mir hinterher das Ergebnis an. Und wenn es gut ist, beziehungsweise wenn es meiner Vorstellung entspricht, dann werde ich das so beibehalten. Ja, vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Video vielleicht besser findet als die Videos, die ich vorher gemacht habe. Und ja, dann wollen wir einfach mal sehen, was die Zukunft bringt, beziehungsweise was ich in Zukunft machen werde. Ja, heute wird einfach ein Labervideo. Während ich mich schminke, erzähle ich so ein bisschen was. Nichts Besonderes. Wenn ihr also Lust darauf habt, dann bleibt doch einfach dran. Starten wir jetzt einfach mit meinem Primer. Ja, ich nutze immer einen Primer. Und zwar habe ich einen Lieblingsprimer aktuell. Das ist der M. Asam. Ich finde ihn richtig gut, weil er sehr einfach aufzutragen ist. Und er verschmelzt sich quasi sofort mit der Haut. Er zaubert ein ebenmäßiges Hautbild, und ich kann darauf sehr gut mein Make-up auftragen. Und das macht das Make-up auch lang anhalten. Also es hält einfach länger. Und es mattiert auch mein Gesicht. Und ja, ich finde ihn ganz toll. Und bin ganz traurig, wenn er dann aufgebraucht ist. Einen neuen wollte ich mir nicht kaufen, weil ich ich versuche einfach meine Beauty-Sammlung auch komplett aufzubrauchen. Und ich habe so viele Primer, die ich noch aufbrauchen möchte. Genau. Und das Ganze werde ich jetzt einfach mal einziehen lassen. So. Ja, das ist schon ein bisschen besser, aber auch nicht perfekt. Ich habe die Jalousie runter gemacht, weil mir die Sonne ins Gesicht geschienen hat. Ich benutze jetzt ein Make-up von Judith Williams, die Long Lasting Foundation. Dazu habe ich eine Review gemacht. Kann ich euch gerne unten verlinken. Ich finde die einfach sehr gut, weil man die sehr schnell auftragen kann. Sie wird nicht, wie soll ich sagen, man kann die schnell auftragen und ohne da großartig jetzt das Ganze einarbeiten zu müssen, weil es einfach ein natürliches Finish ergibt. Und ich mag diese Foundation wirklich sehr, sehr gerne.
Genau. So, und ich sitze hier und die Handwerker, die schauen mir zu. Wir haben nämlich ein ziemlich großes Fenster, das ist jetzt die erste Etage quasi, wo sich mein Büro befindet. Und die fragen sie auch gerade, ey, was macht die da? Typisch Tussi. Genau, das geht also ganz flott und ja, macht ein natürliches Hautbild. Und von daher kann man die wirklich sehr, sehr gut für den Alltag benutzen. Ich pudere mein Gesicht ab und dieses Mal benutze ich Catrice Color Correcting Powder. Das ist so ein, so ein Puder mit Komplementärfarben, die einfach das ganze Gesicht schön ebenmäßig, ein ebenmäßiges Finish herbeizaubern. Ich tue da auch nicht viel drauf, einfach mal so ein bisschen alles schön setten. Die Augen abpudern und dadurch hält der Lidschatten einfach besser. Zum Konturieren benutze ich Light of Orient. Das ist ein Bronzer. Ja, das ist ein Bronzer und der ist auch schon uralt. Also das ist noch eine LE gewesen und da gehe ich einfach ein bisschen in meine Gesichtskugeln rein, um das Ganze so ein bisschen zu verstärken und mein Gesicht dadurch so ein bisschen aufzuwärmen und ja, vielleicht so ein bisschen schlanker zu schminken. Eigentlich geht mein Alltags-Make-up wirklich sehr, sehr schnell. Ich bin eigentlich innerhalb von 10 Minuten fertig. Das ist jetzt ein Blush. Das ist von P2 Glow Touch. Glow Touch, wie nennt man sich? Compact Blush, genau in der Farbe Touch of Rose. Im Winter trage ich sehr, sehr gerne diese rosafarbenen oder rosenholzfarbenen Blushes auf. Im Sommer sind es dann eher die Orangetöne, Koralltöne. Ja, weil es einfach von den Farben her, zu meinem Gesichtston einfach passt. Im Winter bin ich natürlich blasser oder jetzt in dieser Jahreszeit und im Sommer, wenn das Gesicht so aufgebräunt ist, dann passen eher die Orangetöne besser. Kann man das sagen? Sind das Orangetöne? Zum Beispiel der Luminoso, ja, den nutze ich gerne im Sommer von Milani. Das ist ein ganz schöner Blush. Genau, und dann verblende ich die beiden, verbinde ich einfach die beiden, also den Blush und den Bronzer so ein bisschen miteinander. Und natürlich darf bei mir auch ein Highlighter nicht fehlen. Nicht zu viel, aber ein bisschen Schimmer auf meinen Wangen mag ich sehr, sehr gerne. Das ist hier von Sleek, der Solstice. Das ist eine Highlighting-Palette und die ist auch wirklich wunderschön. Da sind nämlich verschiedene Töne drin. Jetzt nutze ich halt diesen rosanen Ton und dann gehe ich so ein bisschen mit dem Fächerpinsel hier oben drüber auf die Wangenknochen. So, und heute wollte ich gerne, jetzt muss man eben schauen, wie spät es ist, 10:42 Uhr, ja, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ich habe nämlich gleich ein Treffen online mit meinen Kolleginnen von Avon. Also ich habe mich als Avon-Beraterin angemeldet, weil ich einfach so beauty-affin bin. Und ich wollte halt etwas empfehlen können, was nicht so teuer ist, was sich jeder leisten kann, was jeder gebrauchen kann. Avon hat ja eine breite Palette, ja, sie hat Shampoos, sie hat Duschgele, sie hat Make-up. Ja, es ist alles dabei, Parfüms natürlich. Und von daher, ja, habe ich mich entschieden, da mal meine, ja, einfach mal zu gucken, wie das so ist, ja, bei Avon. Ich bin ja auch bei It Works. Ich habe mir mit It Works etwas aufgebaut. Das ist halt eine Firma mit, ja,
was mit Abnehmen zu tun hat, mit Gesundheit, mit Cellulite und so weiter. Und Abon ist halt ein ganz anderer Bereich, ne? Also da hast du einfach das dabei, was ich so toll finde, nämlich Make-up, Beauty und so weiter. Genau. Und heute wollte ich mich gerne mit Maxim schminken. Maxim Giacomo, das ist ein YouTuber, das kennt ihr bestimmt. Ja, seinen Kanal kann ich gerne unten verlinken. Der hat eine Palette rausgebracht und ich finde den super sympathisch und ich schaue mir seine Videos total gerne an. Und ja, ich finde seine Schmink-Augen-Make-ups, Schmink-Tutorials finde ich sehr schön, aber ich würde ja diese Art von Augen-Make-ups natürlich nicht im Alltag tragen können. schon gar nicht mit meinen kleinen Augen. Aber ich wollte seine Palette einfach mal ausprobieren und ich habe sie sofort gekauft, sofort am Launch-Tag. Und ja, ich wollte sie gerne heute ausprobieren. Es gibt ja unzählige YouTube-Vorstellungsvideos, da könnt ihr mal schauen. Ich möchte gar nicht auf die Palette jetzt großartig eingehen, sondern einfach ein Augen-Make-up-Look damit schminken. Trotzdem zeige ich mal eben die Farben. Ich habe sie mir angeguckt und die sind so schön. Also da ist wirklich alles dabei an Farben. Ja, also da kann man, glaube ich, alles Mögliche mit schminken. Ob im Alltagslook oder halt ja irgendetwas für abends oder auch sogar für Karneval. So, ich habe jetzt meine Haare zusammengebunden und ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran. Also ich fange jetzt einfach mal an mit einer Base und zwar ist das die Color Match. Das ist diese hier. Und das trage ich dann auf mein ganzes Auge auf, also auf die Augenlider und auch unter dem Augenbrauenbogen. Schlupflider habe, gehe ich immer hin und trage hier in meine Lidfalte einen dunkleren Ton auf. Und zwar ist das dieser Ton hier. Das nennt sich Story Openings. Ich trage die Farbe komplett hier in die Lidfalte auf. Ich gehe einfach so hin und her. Und ich finde, die Farbe lässt sich wirklich sehr, sehr gut verblenden. Und die ist sehr gut pigmentiert. Sehr schön. Ja, ich muss das Ganze gleich nochmal ausblenden. Mache aber erstmal das andere Auge fertig. Also ich bin super begeistert von diesen zwei Farben, die ich jetzt zum ersten Mal getestet habe. Die Palette habe ich nämlich noch gar nicht benutzt. Und die Pigmentierung ist sehr, sehr schön. Und die Farben, die lassen sich wirklich sehr schön verblenden. Ich werde jetzt hingehen und das Ganze hier oben nochmal richtig ausblenden mit einer, mit einer Übergangsfarbe. Und dazu nehme ich diese hier. Das ist Boyfriend. Genau, und jetzt müsste ich hingehen und nochmal mit einem sauberen Pinsel alles schön vermischen und ausblenden. Um dem Ganzen noch so einen dunkleren Touch zu geben, werde ich mit der Farbe Bossi, das ist die hier. Das ist, glaube ich, so ein dunklerer Braunton. Und dazu nehme ich erstmal einen etwas festeren Pinsel. Das Ganze werde ich jetzt schön ausblenden.
Oh, den Goldton. Genau. ich werde jetzt den Goldton nochmal auftragen. Und zwar nennt er sich Coins, genau. Und zwar gehe ich mit dem Finger rein. Ja, da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass das nicht abkrümelt hier unten. Aber es geht. Also vom Krümeln her finde ich das, es krümelt zwar ein bisschen, ja, aber es ist nicht so staubig. So, also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommt noch ein bisschen Eyeliner drauf. Wo ist denn mein Eyeliner? Mein Eyeliner ist weg. Ich stehe jetzt nicht nochmal auf, ich nehme den hier. Das ist ein Eyeliner von P2? Nee, von Manhattan. Genau, der ist schon uralt. den müsste ich aufbrauchen sowieso. Jetzt kommt noch Wimperntusche drauf und hierzu nutze ich heute die Lash Princess von Essence. Und natürlich dürfen auch meine Augenbrauen nicht fehlen. Für meine Augenbrauen nutze ich aber ein ganz einfaches, dunkles Lidschattenpuder von Dior. Das ist schon uralt, schon ganz lange in meiner Sammlung, aber das ist einfach die perfekte Augenbrauenfarbe für mich. Das ist das Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Palette von Maxim und einfach aus dem Grund, weil die Farben sehr schön sind. Also die Farben, das sind alle möglichen Varianten vertreten, von natürlich bis ein bisschen mehr Glamour, ein bisschen mehr Abendlook, alles ist dabei. Ich finde, die lassen sich sehr gut verblenden, sind gut pigmentiert. Und man kann damit wirklich ganz, ganz tolle Looks schminken. Das ist ein Look, den ich auch im Alltag trage. Für manche ist das vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich finde, es passt sehr gut zu mir. Und von daher für beides geeignet, für den Alltag oder auch für abends. Ja, wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt in Zukunft, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, ein Abo da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.